Mein Name ist Norman Giermann, ich bin der Bereichsleiter Bildung im Bode-Schwinghaus und ich bin verantwortlich für die Schule und für alle Kindergärten, die wir haben im Bode-Schwinghaus in der Stiftung. Hier in der Schule bilden wir aus zur staatlich geprüften Sozialassistentin, staatlich geprüften Sozialassistentin und zur staatlich anerkannten Erzieherin. Das sind also zwei Ausbildungsberufe, die wir hier haben mit dem Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit. Ja, also ich bin Laura Käsler. Ich mache seit August die Ausbildung hier zur Erzieherin an der Schule und habe vorher auch schon meine Sozialassistentenausbildung hier gemacht an der Schule. Ich bin Lili Kafe und ich habe denselben Weg wie Laura. Ich habe vorher auch meine Sozialassistentenausbildung an der Schule hier gemacht und befinde mich jetzt in der Erzieherausbildung. Also ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, da ich früher ganz, ganz oft bei meiner Oma mitgegangen bin. Meine Oma war auch Erzieherin und in den Sommerferien hatte ich immer 6 Wochen Ferien und dann war ich meistens so die Hälfte der Zeit immer mit bei ihr in der Gruppe und bin dort immer schon mitgelaufen und habe auch immer, früher war ich noch relativ klein, mit den Kindern eher so gespielt. Das hatte jetzt nicht so groß den pädagogischen Hintergrund. Genau, und da habe ich schon gemerkt, dass das halt was für mich ist. Habe dann auch ein Praktikum gemacht und habe dann gemerkt, ja, das möchte ich machen und habe mich dann dieser Schule beworben. Mir macht am meisten das Praktikum Spaß. Wir haben in der Erzieherausbildung im Mai 5 Wochen Praktikum und in der Sozialassistentenausbildung hatten wir ein Jahrespraktikum, was einen 2-wöchigen Wechsel hatte. Und man lernt einfach so vieles dazu, also zu dem theoretischen Teil lernt man noch so viel Praktisches und es macht einfach Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ja, also da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Bei mir ist es so auch, ich finde, der Unterricht hier, es ist halt wirklich sehr viel praktisch auch. Man hat so viele Möglichkeiten, sich auch selbst auszuprobieren, auch hier im Unterricht, wenn man eben bestimmte Angebote auch machen soll, um zu gucken, wenn man sich das in der Praxis noch nicht traut. Bei mir ist es zum Beispiel mit Musik so, dass ich das halt nicht so gerne mache, dass man das hier halt erstmal ausprobiert, um dann zu gucken, okay, wie kann ich das machen, dass ich das mit den Kindern halt eben bestmöglich hinkriege, auch wenn ich, sage ich mal, davor ein bisschen Angst habe. Und das ist ganz cool und wie gesagt, auf jeden Fall das Praktikum, ja. Dass man die Kinder, es gibt, sage ich mal, nichts Schöneres, als wenn man sieht, dass die Kinder Spaß dabei haben und das ist auf jeden Fall die Erfüllung und ich finde, da sieht man wieder, dass man alles richtig gemacht hat. Die Sozialassistentenausbildung dauert 2 Jahre. Da beginnen wir in jedem Jahr mit 2 neuen Klassen. Da sind jeweils ca. 25 Schülerinnen und Schüler in diesen Klassen. Das heißt, wir haben in jedem Jahr ca. 100 Schülerinnen und Schüler in der Sozialassistentenausbildung. Die Erzieherausbildung dauert etwas länger. Die dauert 3 Jahre, wenn die vollzeitschulisch ist. Und die dauert 4 Jahre. Wenn sie berufsbegleitend ist. Also sie kann berufsbegleitend auch gemacht werden. Und da sind dann die restlichen ca. 230 Schülerinnen und Schüler drin. Ja, also mein Name ist Jessica Postolla. Ich bin hier in der Fachschule als Lehrkraft eingestellt, unterrichte hier seit 2014 und komme aus dem Bereich Berufsschullehramt. Und unterrichte jetzt gerade in dem Schuljahr das Lernfeld 6. Das hat ganz viel mit Mathematik und Naturwissenschaft zu tun und auch Bewegungserziehung und Technik. Also welche Interessen sollen die Schüler mitbringen? Also viele unserer Schüler, die sich auch hier bewerben, sagen natürlich, dass sie gern mit Kindern arbeiten möchten. Ja? Das ist auch gut und ist auch der größte Teil unserer Schüler, die eben mit Kindern arbeiten. Also das heißt in Kitas oder auch im Hort meistens. Aber gerade so in der Teilzeitausbildung sieht man auch ganz oft, dass da ein großer Teil der Klasse in Kinderheimen arbeitet oder in Jugendclubs. Und die halt auch sagen, das ist so meine Arbeit. Ja? Also das Interesse ist eher auch, die Kinder, die im Jugendlichen ins Erwachsenenalter geht, die da auch hinzuführen und auch mit den Kindern oder mit den Jugendlichen hinsichtlich dessen zu arbeiten. Also was haben die auch schon erlebt, ja? Und wie kann man den Kindern das oder den Jugendlichen in den Einrichtungen das auch leicht machen, also auch als familienergänzende Einrichtung sozusagen, auch noch mitbringen. Das Interesse sollten sie schon haben. Und ich finde, natürlich ist so ein Schulleben immer sehr theoretisch belastet.
Aber wir versuchen immer auch sehr viel Praxis reinzubringen, dass sie eben auch Interesse daran haben, auch Neues zu lernen. Ja? Also sich selber darauf einzulassen, nicht nur immer der Lernende zu sein, sondern auch so ein bisschen, naja, dass man die Umwelt nochmal neu erkundet oder mit wem ich heute arbeite auch neu erkundet. Und ja, also ich finde, nicht nur immer die Arbeit mit den Kindern macht uns so aus, ja. Wir beginnen in jedem Jahr mit zwei neuen Sozialassistentenklassen, mit zwei neuen Erzieherklassen in der vollzeitschulischen Ausbildung und mit einer neuen Erzieherklasse in der Teilzeitausbildung. Diese Klassen sind in der Regel auch voll. Das heißt, die Nachfrage ist groß. Dennoch merken wir, dass auch die Schülerzahlen im Land gehen zurück, dass auch die Nachfrage nachlässt, also unsere Wartelisten nicht mehr so lang sind, wie sie mal waren. Dennoch ist es wichtig, dass viele, möglichst viele Absolventen auch die Ausbildung abschließen, weil das Berufsfeld eben auch Absolventen sucht. Ja. Also die Fachkräfte werden dringend in Kindergärten und in Schulen und so weiter gebraucht. Von daher ist es wichtig, dass viele möglichst auch die Ausbildung beginnen und abschließen. Die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung und die Sozialassistentenausbildung ist eine schulische Ausbildung. Das bedeutet, es gibt keine Ausbildungsvergütung. Ausnahme davon ist die berufsbegleitende Ausbildung. Das heißt, dann sind Erzieher schon in dem Berufsfeld, haben einen Arbeitsvertrag und kommen dann zu bestimmten Zeiten zu uns in die Schule und verdienen dann eben auch entsprechend Geld. Als Unterstützung können die Schülerinnen und Schüler eben BAföG beantragen, Schüler-BAföG. Unter Umständen auch Meister-BAföG, gerade wenn es darum geht, dass schon mal eine andere Ausbildung stattgefunden hat und da sich neu orientiert wird. Das sind Unterstützungsmöglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler haben. Also warum empfehle ich den Schülern diese Ausbildung an unserer Schule? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich denke, wir sind gut strukturiert auf jeden Fall. Also wir wissen, wo das Handwerkzeug liegt, auch um den Schülern etwas mitzugeben für die Ausbildung, ja, also auch und für das spätere Leben. Wir sind sehr praxisnah. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe also selber auch in einem Bereich gearbeitet, im Kinderheim, wo ich eben aus eigener Erfahrung auch viel mitgeben kann und auch also auch sehr viel Empathie empfinden kann, wenn eben Schüler da auch in dem Bereich arbeiten. Ja, dann eben, weil wir doch ein sehr junges Kollegium sind, dass man auch sagt, wir lassen uns auch auf viele Sachen ein. Also wir sind nicht so eingefahren, sondern versuchen immer wieder uns weiterzuentwickeln und die Schüler eben auch darin zu unterstützen. Ja. Und ich finde, was uns auch besonders macht, warum man hier an die Schule kommen sollte, ist schon, dass wir versuchen, alle zu guten Erziehern zu machen. Also Sozialassistenten beziehungsweise auch Erziehern. Also für mich ist auch an höchster Priorität, ich kann viel Theorie vermitteln, das stimmt, und das ist auch in der Schule eben die Grundlage. Aber ich möchte, dass ich sagen könnte, ich würde meine eigenen Kinder in die Hände der Erzieher, die ich ausgebildet habe, legen. Und so, denke ich, arbeiten wir auch als Schule. Ja, wieso sollte man die Ausbildung beginnen? Ich hatte gerade schon gesagt, die Erzieherinnen und Erzieher werden im Berufsfeld gesucht. Also das ist auf jeden Fall ein Beruf mit Perspektive. Man hat sehr gute Chancen, direkt nach der Ausbildung auch einen Arbeitsplatz zu bekommen, ein Angestelltenverhältnis zu bekommen. Und darüber hinaus macht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen natürlich auch sehr viel Spaß. Sie ist abwechslungsreich, da ist kein Tag wie der andere. Man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Und deswegen berichten die meisten Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch, dass ihnen die Arbeit viel Freude bereitet. Und im Endeffekt ist es ja auch tatsächlich eine Berufung, nicht nur ein Beruf, sondern man muss sich wirklich dafür interessieren, darin aufgehen und dann kann man auch viel Spaß haben. Also ich würde die Ausbildung anderen empfehlen, einfach weil sie einem sehr viel mitgibt. Also nicht nur von dem theoretischen Teil. Ich finde, man wächst auch extrem durch die Erfahrung, die man hier sammeln kann. Und man lernt irgendwie den Umgang mit Menschen noch viel intensiver und dadurch handelt man auch anders. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man mit Menschen arbeitet und sieht, okay, ich tue den Menschen gut und wir sind ein Team und das klappt alles super.